Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier bei Architects. Unsere Rundreise über die Community-Server geht weiter und heute sind wir auf unserem alten Valguero-Server unterwegs. Den gibt es noch und hier möchte uns Elia ihre Basis vorstellen. Grüß dich. Hi. Aus der Hitze der Wüste beim letzten Mal sind wir jetzt ins andere Extrem, ne? Genau, ja. Abwechslung. Ich wollte meinen, du suchst die Abwechslung. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin hier mit Wüstenrüstung hergekommen anfangs, muss man dazu mal sagen. Das war ein wenig, naja, frisch. Also ein paar Frostbeulen. Ja. Steht so an. Wenn wir uns die Map mal anschauen, dann sehen wir, dass wir ziemlich genau in der Mitte sind, ganz oben. Also Pi mal Daumen bei 15 und da unten sind wir bei 43, 48 oder sowas. Mitten im Eis, an einem schönen Wasserfall gelegen, in der Nähe der Gletscher. Die Drachenschlucht ist nicht weit. Also so ein ganz einfaches Eck hast du dir nicht ausgesucht, ne? Ja, also mir geht es ja wirklich darum, deswegen haben wir auch damals in den Wüsten gebaut, dass ich das halt auch interessant finde, einfach mal in schwierigeren Biomen, weil so grün, ja, macht halt irgendwie, oder habe ich halt früher auch viel gemacht und irgendwann wollte ich dann halt auch mal im Schnee. Aber es gab halt immer nicht so schöne Plätze. Also gerade auf den älteren Maps ist der Schnee immer so, ja, langweilig. Das hat man schon auch so. Jetzt zumindest mal. Ja, das hat man schon gemerkt bei den anderen Schneebiomen. Auf anderen Maps ist es ja sehr häufig ausgelegt, irgendwie, dass der Schnee dann so ein Durchreisegebiet ist. Ne? Du gehst da durch, um die Ressourcen zu holen oder Tiere zu zähmen, aber dass die wirklich mal so für Bauten optimiert sind, schön sind, ja, das fehlt. Und das ist bei Valguero der Fall, auf jeden Fall. Es ist, also hier gibt es schön wie die Wasserfälle zum Beispiel oder halt aber auch immer wieder Plattformen, wo man halt richtig sich drauf ausbreiten kann, ebene Stellen und so. Na gut, dann würde ich sagen, fang einfach an, ich folge dir und staune. Dann fangen wir einfach mal schnell hier hinten an. Das ist quasi mein Dino-Parkhaus. Das kalte Wasser. Du hättest doch wenigstens mal eine Brücke bauen können, oder? Ja, so tief ist es nicht. Ja, aber das ist kalt. Weißt du, wie das an den Zehen brennt? Das hat doch mal eine Rüstung an. Ja. Hier ist mal abgehärtet, wenn man hier wohnt. Aber echt. Ja, Dino-Parkhaus. Das ist von der Baumplattform aus nach oben ein Stockwerk und dann nach unten gebaut. Baumplattform? Ach, das ist so ein... Ja. Hast du ist den so hier, ein großer... Hast du den hier gepflanzt oder gibt es die hier? Nein, wir haben keine Eco-Trees drauf. Der steht hier. Ich wusste gar nicht, dass... Ah ja, siehst du mal, das Eisbiom hat also solche Mammutbäume quasi. Genau. Ah, das ist ja cool. Okay, aha. Ich hatte jetzt erst gedacht, irgendwie du hast da Fels-Foundations, also Fels-Klippendinger da. Aber nee, das ist eine Baumplattform tatsächlich. In der Mitte siehst du ihn dann auch da hinten. Ja, genau. Durch. Ja, hier unten stehen halt die großen Mammut, Duty. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe halt wirklich hier auf dem Server mich so ein bisschen begrenzt mit Dinos. Hab versucht halt einmal in Richtung Weiß zu gehen von der Farbe her hauptsächlich und halt auch mich so ein bisschen halt auf Dinos zu begrenzen, die halt hier reinpassen. Jetzt außer die Ados, das sind halt meine. Sagen, ich habe schon die ersten entdeckt, die nicht passen. Ja. Die sind nämlich halt zum Fleischfarmen hauptsächlich. Die dann immer so ein bisschen zu langsam. Ja. Aber das ist schön, dass du dir auch alle tatsächlich hier, gerade die Alus, die sind ja richtige Albinos, ne? Oder? Naja, nee, so hellgrau. Ja, die haben noch so ein bisschen beige drin. Ich habe einen, der ist noch ein bisschen weißer, der steht auf der anderen Seite. Ja, aber das ist schön. Das ist, dass man dem Ganzen dann auch so eine Thematik dann gleich mitgibt. Schön. Ja. Nur der Juti passt auch nicht so. Ja, ganz. Der ist noch ein bisschen dunkel. Der hat so Rot-Touch, glaube ich. Ja. Rot-braun. Ja. Schön. Genau. Wenn du dann einmal noch die andere Seite rum siehst, da steht dann noch der Rest der Alus, da ist dann noch der hellere mit dabei. Der Baustil ist eine Mischung aus normalen Teilen und der Huchplatsch. Und der Echo Stable Decor. Mhm. Ja. Ja, diese Säulen hier mehr oder weniger. Das ist hauptsächlich Stable. Dann haben wir hier ganz normale S-Plus-Teile kombiniert. Dünner Strohboden. Voll. Ja. Ich habe mich halt hier wirklich auf Stein und Holzmischung, wie es halt passt zum Beginner-Stil so ein bisschen. Halt. Ja, macht jetzt keinen Sinn, hier mit Lehm zu bauen. Ja. Voll, ja. Hier, der hat komplett die weiße Farbe abbekommen. Genau, das ist der ganz weiße.
Schick. Und Level passt wahrscheinlich auch noch. Nee, der ist, glaube ich, noch kleiner wie der Rest. 201 aber. Ist aber auch gut. Das reicht ja lang aus, um Stunk zu machen hier im Eis. Ja, wie gesagt, ich bin dann halt meistens mit Zweien, wir sind mit einem Pärchen los zum Fleischfarmen, waren sie halt hauptsächlich da. Muss man noch tippen können. Ja. Da gibt es auch noch weitere Etagen, von da kommen wir dann auf den anderen. Kommen wir dann anders. Ja, also müssen wir jetzt einmal außen rum. Okay. Genau, jetzt machen wir das Semesterbasis und dann kommt man da einmal drum rum. Kommt man dann oben hin. Hier haben wir Bibi-Haus, also Aufzuchthaus quasi. Oh, schön. Sieht schön aus von innen schon. Geht automatisch zu. Achso. Wollte ich einmal ordentlich sein. Ja, die Teppiche sind so ein bisschen nervig. Die machen immer so komische. Da drüber läuft, sieht das immer ein bisschen seltsam aus. Dieses Geruckel, ne? Das hat man aber nur bei anderen, genau. Weil sich selbst sieht man es nicht, selbst wenn man rauszoomt. Ja, ja, bei man sich selbst ist es nicht, aber bei anderen ist es irgendwie ganz komisch. Da zuckelt es dann immer so. Und da ist er zurückgeportet worden. Ja. Der Dodo wacht im Nest. Sehr schön. Aus Brutstation Nanny steht alles da. So, dass zumindest alles und ich glaube, weiß gar nicht mal, ob ich das Mammut hier dran aufgezogen habe. Ich habe keine Ahnung. Hat zumindest versucht, dass alle wieder rauskommen, wenn sie mal drin sind. Ja, notfalls eine Cryopod oder so geht ja auch immer, ne? Ja. Ja gut, damals war das ja noch nicht, dass es die, dass man die selber herstellen konnte. Ah ja. Wir sind hier ja auf Old Valguero. Das stimmt. Alles noch ein bisschen retro hier. Genau. Hier das Dach finde ich auch sehr, sehr schön. Also es ist jetzt nicht einfach simpel, sondern hier noch diesen Erker rausgezogen. Ja, ich versuche immer mal so. Ja. Standard ist langweilig oder so, ne? Ja, eben. Und das sind jetzt auch die Dächer von der Stable Decor. Genau, ja. Blick nochmal kurz raus, dann sieht man das jetzt auch nochmal von außen. Denn das ist nicht ganz einfach so zu bauen, oder? Wobei mit den Stable-Teilen geht es vielleicht, aber. Aber es geht. Also die Stable-Teile, gerade wenn es um die Ecke geht, sind die so ein bisschen, dann passen die auch nicht 100% zueinander. Aber es geht. Ja, man sieht die Höhe hier bei den Balken ist so ein bisschen unterschiedlich und sowas. Und da verrückt man was. Genau. Das ist halt arg, ne? Also, aber viel besser kriegt man es auf keinen Fall hin. Und das sieht richtig schön aus. Und die Fenster, da muss ich mal fragen, die kenne ich jetzt gar nicht. Ist das auch vom Stable oder? Ja, das sind Stable-Türen. Türen sind das, ich sehe gerade, genau. Glass Window Door, ja. Und hier rechts daneben hast du einfach so ein paar Balken gesetzt oder was ist das hier? Ja, das ist halt die Double Door von der Stable. Die geht nur in den Stable Double Door Frame. Die geht nicht in den normalen Double Door, also von der S+ zum Beispiel. Und deswegen muss man da halt den Frame von der Stable nehmen. Oben quasi die Einzelfenster, die gehen in normale Doorframes rein. Das stört aber überhaupt nicht, dass das hier nochmal ein anderes Teil ist. Ich finde, das sieht sogar richtig gut aus dadurch. Ja. Ja, ich mag halt diese Gittermuster bei den Fenstern. Eben. Also bei den Türen. Und eben, deshalb habe ich sofort dann halt gefragt. Als Fenster missbraucht. Ja. Deshalb habe ich sofort gefragt, was das für Fenster sind, weil ich das noch nicht kannte und sieht richtig, richtig toll aus. Auf jeden Fall schön. Jetzt nochmal so zum Erklären. Unten drunter haben wir eine Halbwand. Nee, eine Railing. Ja, genau. Eine Railing, die zur Halbwand dann umgestellt wurde. Genau. Und dann sind die entsprechend halbe und oben nochmal eine Halbwand. Und dann wieder die nächste Etage sozusagen. Und interessant sind auch deine Laternenentwürfe hier. Ja. Das heißt, oben drauf ein Campfire gesetzt, unten drunter zwei Säulen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt noch nicht wusste, dass das geht. Man muss dazu sagen, oben in dem Campfire steckt noch eine Fackel drin. Weil die Fackeln von S+ gehen ja automatisch an. Das Campfire müsste ich ja selber anmachen. Ja. Okay. Das ist also nochmal getrickst. Das ist echt faszinierend. Ja. Findest du sowas im Internet und siehst, dass da hat jemand gebaut? Nein. Oder bist du tatsächlich so und sagst, komm, jetzt gib mal her, ich tüftel? Ich tüftel selber, ja. Also ich habe mir auch schon mal Videos angeguckt teilweise, aber ich versuche eigentlich immer selber erstmal was aus der Nase zu ziehen. Das ist echt super. Ja, das sind eben auch die Pillars, die in der Stable Decor drin sind, die dann oben noch diese Schrägen haben, ne? Diese Stützen. Ja, die weiteren. Genau, das ist so ein Aufsatz, den man dann halt noch drauf setzen kann. Schick. Das sind so diese kleinen Details, die ich einfach immer wieder richtig toll finde, war jetzt schon bei deiner letzten Basis, dass man da so ein paar Ideen sich auch durchaus mal holen darf, denke ich.
Ja. Kern. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier noch ja, Futterlager, also einfach so ein kleines Lagerhaus, wo die Futtertröge halt drinnen stehen. Das ist die RP Tipps, Visual Tipps. Storage hier wieder in Einsatz. Mit den Nee, das Fässern und ist noch Säcken. die Ship-Dekor Ist haben das wir die hier noch Ship drauf. komplett? Ja. Ja? Ja. Wir haben hier, glaube ich, die RP Visual haben wir hier nicht drauf. Das ist die Ship. Ach, Das ist die faszinierend. Die sind auch schön. Ship-Ding. Kann auch ein bisschen was, ne? Beeindruckend. Kann man auch einiges mitmachen. Nice. Ja, da gibt es ja extra die eine Mod, die halt mit den ganzen Kisten und Ja, Fässern und Ship Säcken und Cargo so. Dekor oder sowas, ne? Ja, Dieses oder genau, sowas. irgendwie Ship so Cargo was. auf jeden Fall, ja. Dann gehen wir erstmal noch in die Werkstatt rein. Werkstatt und Lager wieder. Auch sehr schick, Tipps nichts alles auch hier Besonderes. so von der Raft dabei, diese große Schmiede, das ist von der Advanced Raft Mod, genauso der Genau. Grindstone. Die gibt es in dieser Mod drin. Dann, das ist jetzt aber, glaube ich, wirklich RP-Dekor, ne? Dieser Candle. Oder ist das auch Ship? Nein, das ist auch von der Ah, Ship. verdammt nochmal. Also im Grunde genommen haben wir ja die komplette Schiffsmod. Ja. Ja, der passt halt nicht ganz so rein, aber Ja, brauchen wir nie. halt leider, ne? Das ist es halt immer. Ja, nie. Wir hatten den ja bei uns im Stream dann verschalt, ne? Hat der Sinde dann Türen Ja, davor gebaut. also mein Generator habe ich ja auch schon eingebaut, Ah aber ja, den habe ich genau. immer noch Ja. nicht so Das auch ist hier so hinter der Tür versteckt. das Einzige, was du im Grunde genommen noch damit machen kannst, um das ein bisschen Ja, genau. erträglicher zu machen, diese Geräte. Die Wenn sind du ja sowas von hochgehst, ist hässlich. Ja. halt Lager. Ja, wir haben tatsächlich eine Mod gefunden, wo man das ein bisschen, ein paar Sachen zumindest mit austauschen kann, aber Okay. ist halt immer Ist das schwierig. bei dir auch so hell, was hier liegt? Das strahlt bei mir brutal hell ab hier, diese Kristall, Echt? was auch immer. Ja, das ist total Nee. überstrahlt. Okay, Okay. interessant. Mir Irgendwas ist an es meinen ganz normal. Grafik-Settings. Ja, genau, das sind halt die Paletten und wieder Kisten und sowas alles. Also. Schön gemacht, so ein Dachboden, Scheunenboden. Genau. Super. Neben dran haben wir noch Rentiere stehen, die Megaloceros im Stall. Oh, kein Rudolf-Kostüm. Nee. Das Rudolf-Kostüm ist ja nicht weiß. Ich weiß Das stimmt. gar nicht, ob man das einfärben kann. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das noch nie Auch getestet. der Schnee überstrahlt bei mir so heftig. Irgendwas ist an meinem Geht. Grafiksetting schwierig hier. Ja, weiß nicht, ob du vielleicht irgendwie Blumen aus Versehen da anhast oder so. Ne, eigentlich nicht. Tja. Wer Wer weiß, was ich alles anhabe. Will ich jetzt auch gar nicht gucken. Wir wollen uns auf die Basis konzentrieren. Es ist halt ein bisschen heller. Ja. Naja. Ah, wir haben mal Garten, ein paar Beete. Bisschen Unkraut rupfen hätte sie können, oder? Ja, das kann man leider nicht Ja, wegmachen, das ich ist normal. weiß. Das Unkraut, was gewachsen ist, habe ich vorhin schon nochmal weggesiebelt, weil das spawnt nämlich trotz Strukturen wieder nach teilweise. Ja, das ist halt, ne, das ist halt ein wilder Garten. Da ist halt Ja. naturnaher Garten, wie man so schön sagt. Ja, hier auch ein Da naturnahes wohnt halt der Gärtner drin. Haus. Der Gärtner, ja, der braucht's grün, das ist richtig. Ja, immerhin Waschbecken hat er. Hat er bei Ja, deiner so ein letzten bisschen. Basis schon, hatte der Gärtner auch ein Häuschen, ne? Ja, genau. Ja, ich bin halt immer so jemand, der so Kümmerst dich. Dörfchen baut. Ja, finde ich gut. Ja, hier haben wir dann halt alles, was noch zum Garten dazugehört: Schweinchen und Kackerkäfer. Eigentlich hat wieder einen Strohboden bekommen. Hier ist so kalt, hallo, hier ist Ja, Schnee. eben. Eben. Aber das sind Schneeschweine, die können das. Das sind Eisschweine. Eisbein. Egal. Nur noch Ja. Ist nur der Pullovia. Maulwurf. Ja, ich finde es so schade, dass man die nicht reiten kann. Dadurch sind sie so ein bisschen, Unnütz. ja, nutzlos. Ja. Eigentlich coole Tiere, das stimmt. Aber das gehört mit zu denen, die mal dringend irgendwie nochmal eine Überarbeitung bräuchten, dass sie nützlicher werden noch. Ja. Ja, aber so, ja, für PvP werden sie halt, sind das Einzige mit dem Einbuddeln, aber Ja, sonst ist aber so halt. richtig, richtig böse sind die im PvP ja jetzt eigentlich auch nicht. Nee, Und nerven. aber es ist halt Ja. immer schade. Ich finde sie, wie gesagt, ganz schön, aber eigentlich, ja, sind sie halt nutzlos, wenn man sie nicht reiten kann. So, hier Was haben haben wir denn wir. hier? Jetzt muss ich mal ganz kurz Stopp machen. Was ist das Das denn? ist. Das ist von der RP, das ist so eine, ja, Notiztafel eigentlich.
Die Dinger da, die Steckbriefe hängen da schon dran oder hast du Ja, die die? hängen da schon dran. Die hängen Nee, da nee, schon die sind dran. so. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Bei noch keinem. Interessant. Das Ja, ist. hat auch keinen großen Nutzen, glaube ich. Ist jetzt halt auch einfach nur so Nee, natürlich, Deko. nutzen nicht. Ist halt Deko, aber tatsächlich hat es noch keiner eingesetzt. Finde ich schön. Habe ich noch. Das ist diese Mods sind sowieso so irrsinnig komplex mit den Teilen, die es da gibt. Auch Ja, hier es kommt ja auch immer Neues dazu. der Sattel, der hier hängt. Das ist Stabil. Auch schick. Habe ich jetzt so auch noch nicht wahrgenommen. Schöne Sachen, die man so zum Dekorieren nutzen kann. Der angeleinte Hirsch hier wieder. Ach, super. Ja, Gasthaushalt. Sehr schön. Das nenne ich mal gemütlich, oder? Du triffst halt auch echt cool den Stil, den es braucht für diese Eisgegend so, ne? So ein bisschen ja, nordisch angehaucht, so vom, ne? Man fühlt sich gleich Urig so, halt. ja, so urig. Ja. Wikinger. Ich gebe dir die größte Mühe. Toll. Ja, Richtig oben toll. sind auch noch mal ein paar Oben Tische. sind noch ein paar Sitzplätze, Kamin noch dazu. Wieder so ein Erker auf beiden Seiten. Ja, genau, hier ist es halt dann schwierig, mit das sind halt die normalen Strohdächer, mit denen ist es ein bisschen schwieriger. Da hat man Ja. immer mal so ein paar Lücken dann, aber. Ja, und die snappen halt so rein hier, weil es keine Ecken gibt, keine Winkel. Genau, ja. Das ist halt arg, da muss man immer mit leben. Richtig. Hinten raus geht es dann auch noch mal kurz. Da ist so quasi so Außenlager. Stehen dann die Räucherkammern und das Bierfass. Große. So ein Hinterhof, Genau. so ein klassischer. Genau, ja. Dann geht's schon wieder weiter. Ich bleib drin. Ich glaube, muss Ja, mich ab und zu ducken. hängt So. man da ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, was es ist. An so einer Stelle Ist bleibt noch man Early hängen. Access, da kann das mal vorkommen, dass die Teile Genau. da nicht ganz aufeinander abgestimmt sind. Hier haben wir das Badehaus. Das Badehaus, die Sauna. Aber hier nehmen wir einmal die Umkleiden für Damen und Herren. Okay, und. Okay. Da hinten geht's dann rein, bitte. Da hinten geht es dann rein. Ah, guck mal, das ist aber gut beheizt hier, ne? Ja. Er muss halt nur aufpassen, das sind diese Wasserfoundation, die haben halt immer ihre unsichtbaren Wände dazwischen. Ja, da bleibt man gerne hängen. Ach so. Und ich komme nie wieder raus. Ja, du schon, du kannst ja cheaten. Stimmt, das sind diese. Wo gibt es die nochmal? Sind die Das ist der Garten drinne. bei der Garden? Okay. Ja. Oma kann sich schon Ah, ausruhen. Chill So, Out Hängematte. Area. Fantastisch. Schöne Idee. Hier oben die Glaswände von der Garden Decor. Beziehungsweise Glasdächer. Sauber. Huch, bin schon wieder im Wasser. Ja, ist halt, ne? Hat früher nicht jeder sein eigenes Bad gehabt, da gab es dann halt das Badehaus. Einmal die Woche reicht. Was Wasser Ja. braun, ne? Wenn das ganze Dorf durch ist. Und ja, hier haben wir Hotel quasi. Da habe ich lange gefrickelt an dem Haus. Das glaube ich. Das ist auch tatsächlich, das ist nach einer Bildvorlage, also jetzt nicht nach einer schon in Arc gebaut Vorlage, sondern ich habe mir im Internet Bilder rausgesucht zu nordischen Häusern, um halt einfach auch ein Gefühl für den Stil zu kriegen. Aha. Und habe dann halt das gesehen und habe es dann halt versucht, in Arc so gut es geht möglich nachzubauen eben. Wow. Ja, das glaube ich, dass das Nerven gekostet hat, kann ich mir vorstellen. Und das ist richtig genial geworden. Das ist so ein bisschen Langhaus, erkennt man drin, so vom Stil her grob, aber halt auch so diese. Ja, das ist Wahnsinn. Das sind diese Stabskirchen, kriegt man auch so ein bisschen den Stil drin. Also wirklich schöner,
Schöner Baustil von so einem nordischen Haus. Fantastisch. Wow. Da habe ich da tatsächlich auch mit Block und Stift vorgekritzelt. Wie viel Wände breit und hoch und wo dann Fenster sind und das ist halt echt. Ja, sonst kommst du oben an und stellst fest, du hast für diese 2x2 Ecke dann irgendwie doch nur, keine Ahnung. Richtig, und dreimal. Ja, toll. Wow. Also das ist, ja, das ist richtig, 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 richtig Aufwand, wenn man dann noch Ark und seine Tücken kennt. Mhm. Dann erst recht. Ja, das Höchste war auch das Tor. Ich muss gerade mal wieder Fotos machen. Ne? Ja, ja. Kennst du ja. Kennt man ja. Super. Was, das Schönste war das Tor, wie, dass das da reingefriemelt war. Das ist dann wahrscheinlich immer wieder nur halb nach unten gesnappt oder sowas. Lass mich raten. Nein. Nee? Wenn du mal genau hinguckst, ist das ein breites Tor auf eine zweibreite Wand. Wie ein breites Tor auf eine zweibreite Wand? Ja, die Wand hinten dran ist zwei Walls breit. Das Tor ist aber nur eine Wall breit, das sitzt quasi in der Mitte. Okay. Gut. Das war Pickelei, aber es hat funktioniert. Dass das in der Mitte hängt, ja. Das, ja. Okay. Weil das hängt quasi zwischen Tor zwei Wänden. Wäre mir halt zu breit gewesen. Ja. Und man hat aber halt keine mittigen Türentore bei Ark. Ja. Entweder ist es halt nur eine Wand breit und dann sitzt halt rechts oder links. Und dann habe ich halt versucht, wie kriege ich das hin, dass das Tor mittig sitzt auf der zwei breiten Wand. Ja. Und was mich jetzt viel mehr interessiert, ist, wie hast du dann den Anschluss recht? Ah, das ragt ein bisschen rein. Das ragt ein bisschen rein. Das ragt ein bisschen rein, aber durch die Säule ist es nicht so wild. Ja, okay. Und dann unten hast du wahrscheinlich mit Fence Foundations arbeiten müssen. Ne? Genau. Ja. Ich habe Fence Foundations gesetzt. Und habe von dann quasi das Tor auf die Fence Foundations gesnappt und habe dann halt nochmal eine zweite Wand eingezogen, damit das eben so vernünftig abschließt alles, einigermaßen zumindest. Krass.